Oh, ich kann auch mein Bevölkerungslimit jetzt endlich mal wieder erhöhen. Na, ob wir da noch genug Trolle töten können? Ist ja jetzt schon ein bisschen doof, dass es so abgerissen ist mit den Gegnerwellen. Ja, ob ich den da groß benutzt hätte, wäre die andere Frage. Okay, werd wahrscheinlich Gultag rausschmeißen und Kyra reinnehmen. Und ich werde den Hexer rausnehmen und den Magier reinnehmen. Und natürlich die Runen. So, sind alle da. Erwarte Befehle. Jawohl. Gebt das Zeichen. Jawohl. Erwarte Befehle. Wir sind bereit. Sind bereits in der Luft. Ja, vorwärts. Folgt mir. Müssen halten. Mein Greif wurde verletzt. Sind auf Feinde gestoßen. Linien müssen halten. Hierin schütze uns. Ja, sofort. Schnell. Und los. Noch ein Troll. Sie haben es auf uns abgesehen. Sie haben es auf uns abgesehen. Mir nach. Vorsicht, Sie sind hier. Folgt mir. Vorwärts. Sofort. Vorwärts. Okay, hier ist ein Menschendorf. In die Schlacht, Gegner! Da kommen wahrscheinlich die Lucien immer her, weil es waren ja Wulfgar-Bauern, in die sie sich dann am Tag verwandelt haben, jedenfalls die ersten. Vorsicht! Sie sind hier! Wir sind bereits in der Luft! Na, wie willst du noch großartig warnen? Tag, Carvus. Verschwindet, wenn euch euer Leben lieb ist. Geht, Fremdling. Was habt ihr? Wenn die Sonne untergeht, regiert hier der Tod. Ein Fluch liegt über diesem Dorf. Sobald der Mond aufgegangen ist, verwandeln sich unsere Körper in rasende Bestien. Was nicht zu uns gehört, wird zerfleischt. Keine Magie, kein Gebet kann diesen Fluch bannen. Ich bitte euch, geht, bevor es dunkel wird, oder euer Leben ist verwirkt. Was wisst ihr über den Fluch? Es begann, als Keram, unser Schmied, verschwand. Er ging eines Tages auf die Suche nach Brennholz und kehrte nie zurück. Und als die Nacht hereinbrach, traf uns der Fluch. Als Bestien mordeten wir wie leibhaftige Dämonen. Zwar ist keiner von uns seitdem mehr gealtert, aber wir fristen ein trostloses Leben. Nichts vermag uns mehr Freude zu schenken. Nur die Jagd bleibt uns. Kein Schlaf des Nachts, noch nicht einmal der Tod. Was auch immer Keram angerichtet hat,
Die Götter mögen ihn verfluchen. Was wisst ihr über... Es begann als... Okay, das ist dasselbe nochmal. Gut, ich werde weg sein, bevor es Nacht wird. Dann reden wir mal mit Kehram, solange noch Tag ist. Verstärkt die Verteidigung! Der Greif wartet schon. Auf eilenden Schwingen. Hierin schenke uns günstigen Wind. Sind auf Feinde gestoßen. Wir sind bereit. Verstärkt die Verteidigung. Noch mehr Steinwerfer. Vorsicht, sie sind Jawohl. Hier. Alles klar. Feindkontakt! Der Greif wartet schon. Schenke uns günstigen Wind. Hierin, schenke uns günstigen Wind. Vorsicht, sie sind hier! Geht, bleibt mir fern. Ihr seid der Schmied Kehram, nicht wahr? Ihr seid keiner aus dem Dorf. Sie haben euch geschickt, um mich zu töten, nicht wahr? Nein, ich suche nach dem Ursprung ihres Fluches. Ich bin der Ursprung. Ich habe die Siegel des Leids entfernt. Ich wanderte umher, neugierig und unwissend. Dann fand ich diese seltsamen Schreine. Einen mit einer goldenen Sanduhr, einen mit einer Fiole aus Glas und einen mit einer brennenden Kerze. Sie sahen wertvoll aus. Und ohne nachzudenken, nahm ich diese Artefakte an mich. Ich lief zurück ins Dorf, doch die Dunkelheit holte mich ein. Da vernahm ich eine Stimme. Wer die Siegel der Bestie bricht, empfängt ihren Fluch. Rastlos und blutgierig irrt er dann herum. Verflucht durch die Finsternis wird er nichts anderes mehr kennen als die ewige Jagd. Und mit ihm all jene, die er liebt und die jene lieben. Dann wurde ich bewusstlos. Als ich erwachte, waren die Artefakte gestohlen. Ich muss sie zurückbringen. Vielleicht löst das den Fluch. Wisst ihr, wo die Artefakte sind? Gestohlen. Ich fand damals Spuren im Sand, die von Gargoylen stammen müssen. Ich habe versucht, sie zu verfolgen. Aber sie entkommen mir immer und verspotten mich. Was sind das für Schreine, von denen die Artefakte stammen? Ich vermag mich kaum zu erinnern. Es waren Altäre, seltsame Plätze. Sie schienen zornig zu werden, als ich die Artefakte fortnahm. Ich Narr. Die Artefakte müssen in die Schreine zurückgebracht werden. Aber wie? Und welcher gehört in welchen? Ich bin so verwirrt. Oh, wenn ich doch nur schlafen könnte. Ich werde mich umsehen. Okay. Oh, die waren hier oben fleißig. Einsatzbereit. Gebt das Zeichen. Gut, gucken wir mal. Quest, das Siegel der Bestie. Ein seltsames Dorf hat des Schattengrenzes von einem Fluch befallen, der seine Bewohner nachts zu reißenden Bestien macht. Scheinbar hat dies etwas mit den Tarnen des Dorfschmieds Kehram zu tun. Sucht den Schmied Kehram. Kehram ist verschwunden seit dem Tag, an dem der Fluch begann. Sein Verschwinden muss etwas mit dem Fluch zu tun haben. Ja, den haben wir gefunden. Und die drei Artefakte von den Gargoylen. Kehram hat magische Artefakte aus Schreien geraubt, was wohl den Fluch über sein Dorf gebracht hat. Die Artefakte wurden ihm von Gargoylen geraubt. Ihr müsst die Gargoylen jagen und die Artefakte zurückgewinnen. Bei Kehram ähnelt eines der Artefakte einer Sanduhr. Hutet euch vor den Gargoylen.
Eine Fiole war ebenfalls unter den Artefakten. Die Gargoyen haben sie erbeutet. Eine magische Kerze hat Kiram ebenfalls beschrieben. Eine der Gargoyen wird sich nun an ihrem Licht erfreuen. Okay, mal gucken, ob wir auf dieser Seite einen dieser Gargoyen finden. Vielleicht reicht das nämlich dann gerade fürs Level ab. Wenn wir den töten. Ihr habt gerufen. Hierin. Schenke uns günstigen Hierin. Wind. Schenke uns günstigen Wind. Oder wir töten den Exekutor und hoffen, dass das reicht. Standhalten, Männer! Ja, hier oben wäre auch nochmal Eisen. Hierin, schenke uns günstigen Wind! Jawohl! Erwarte euer Kommando! Wenn nicht, beides wieder Nacht. Das heißt, alle hier werden zu Lucien. Werden mich wieder angreifen wollen. Ihr habt gerufen? Level 6 Waldspinnen, wie niedlich. Erwarte Befehle. Vorsicht, sie sind hier! Sind auf Feinde Wir gestoßen! Sind Hierin, schenke uns günstigen Wind! Okay, da ist nur eine Sinkgrube. Folgt mir! Gehen wir erstmal hier rum. Ach stimmt ja, hier sind Zwerge. Ihr habt gerufen? Mein Greif wurde verletzt. Hierin, schenke uns günstigen Wind. Ihr habt gerufen? Auf eilenden Schwingen! Auf eilenden Schwingen! Und ja, wir wissen bereits, wo zwei von diesen Altären sind. Können sie nur noch nicht benutzen. Wo der dritte ist, wissen wir leider noch nicht. Ich wollte eigentlich gerade sagen, die Luciens verhalten sich recht ruhig, aber jetzt kommen sie. Gebt das Zeichen! Vor allem, ich will das Level ab, dass ich endlich die Schilde benutzen kann. Linien
müssen halten. Ihr habt gerufen? Schnell! Für die Freiheit! Wird angegriffen. Bleibt standhaft! Ich habe Erfahrungspunkte. Achso, weil ich das Tor gefunden habe. Ihr habt auf gerufen. Eilenden Schwingen. Das muss das geheime Portal sein. Suche dahinter nach Überlebenden der Siedler. Das ist ein Hinterhalt. Feindkontakt! So, da sie schlagen zu!